Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Schleimvideo von mir, weil sich das in meinem letzten Video sehr viele gewünscht haben. Ich habe da so eine Umfrage bei diesem i da oben gemacht und gefragt, welche Videos ihr sehen wolltet. Und da war halt Schleimvideos das beliebteste und deswegen dachte ich mir, mache ich mal wieder ein neues. Ich dachte mir, ich mache mal so ein Intro, weil ich das bei meinen anderen DIYs auch nicht mache. Und weil viele meinten, ich soll einfach mal wieder ein normales Intro machen, weil sie es besser finden. Und ich drehe das jetzt halt eben schnell bei meinem Handy, weil das halt schneller geht und ich sonst extra meine Kamera jetzt rausholen müsste. Und das Licht ist halt jetzt nicht gerade so vorteilhaft, weil es schon leicht dunkel wird. Deswegen versuche ich hier gerade so das bestmöglichste Licht noch zu kriegen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn dich das Video interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn du dranbleiben würdest. Und lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn dich das Ganze interessiert. Und wenn du nichts mehr von mir verpassen möchtest. Ich habe dieses Schleimrezept bei einer anderen YouTuberin gesehen. Und da heißt es, dass man aus Wasser und Seife Schleim machen kann. Und deswegen gibt ihr jetzt erst einmal ein bisschen Wasser in so eine Schüssel rein, die auch gefrierfest ist. Und danach gebt ihr ein bisschen von der Palmolive-Aquariumseife hinzu. Jetzt soll man das Ganze für 2 Stunden einfrieren und danach sollte das schon so ein Schleim sein und man sollte dann noch Natron drüber streuen und das Ganze soll fertig sein. Bei mir war das nach 2 Stunden eher so ein gefrorenes Wasser mit ganz vielen Eisklötzen drin, also ich habe da gar keine Art von Schleim gesehen. Und deswegen habe ich dann gedacht, wenn ich das Natron drüber streue, vielleicht funktioniert es dann, hat aber im Endeffekt auch nichts dran geändert. Ich habe das Ganze dann nochmal über Nacht stehen lassen und dann wurde das schon so eine leicht schleimige Konsistenz, aber halt eher so wie die Seife von Anfang an auch war. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sich bei dem Schleimvideo etwas hinter den Kulissen abgespielt hat, was wir alle nicht gesehen haben. Ich kann euch das nochmal gerne unten in der Infobox verlinken. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht funktioniert, vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht. Ich möchte jetzt hier auch keinen beschuldigen, dass der nicht die Wahrheit gesagt hat oder sowas. Also bei mir hat es jedenfalls nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es ja bei euch. Wenn man möchte, kann man das schon als Schleim bezeichnen, aber ich finde eher, dass es so eine Gelee-artige Konsistenz geworden ist. Halt so wie die Seife auch am Anfang an war, die war halt schon eher so eine schleimige Seife. Ich würde das Schleimrezept auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Spart euch lieber die 1,49 € für die Seife oder wascht euch einfach die Hände damit, weil das schon eine ganz schöne Verschwendung ist, meiner Meinung nach. Ja, das war's dann wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und du das Ganze vielleicht nachmachst. Und ja, schau vielleicht auch bei meinem letzten Video vorbei. Da habe ich nämlich eine Verlosung und da kannst du auch noch gerne mitmachen. Das läuft nämlich noch ungefähr 2 Wochen. Und ja, wenn du mich abonnieren möchtest, kannst du das gerne tun und auch einen Daumen nach oben da lassen. Und sonst würde ich sagen, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!